Nach dem ex-grünen Wolfgang Zinkel, der jetzt für die Liste Pilz antritt, die ex-rote Daniela Holzinger, die jetzt ebenfalls für die Liste Pilz bei der Nationalratswahl um Stimmen kämpft. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Bürgerinnen, die wir Fernsehen oder Internet dabei sind, werte Kolleginnen. Ja, die Frage der Rechtsverbindlichkeit der gemeinsamen interpretativen Erklärung zu CETA wurde heute bereits intensiv diskutiert. Das ist aber genau der Punkt, um den es in der ganzen Thematik eigentlich nicht gehen sollte. Weil die Auswirkungen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens der EU mit Kanada auf das Leben der Menschen in Österreich und der Europäischen Union ja nicht ein negativ formuliert Beipackzettel bestimmt und entscheidet, sondern ganz dezidiert die Vertragsinhalte selbst. Ja, und diese Vertragsinhalte sind es eben, die durch diese Zusatzerklärung in keinster Weise aufgemacht oder geändert worden sind. Wie etwa auch Europa- und Wirtschaftsrechtsexperte Dr. Walter Obwexer von der Universität Innsbruck bereits festgestellt hat. Und natürlich ist es wichtig, in diesem Zusammenhang hier auch die Einschätzungen von Expertinnen heranziehen zu können. In diesem Fall ist es aber wichtig, eigentlich, und es ist eigentlich eine ganz einfach und für jede Frau und jeden Mann verständliche Situation, dass dieses Papier nichts am Vertragsinhalt selbst ändert. Vielleicht um ein kurzes Beispiel zu geben. Wenn ich zu Hause hergehe und aus dem Medizinschrank einen Hustensaft hole und mit den beschriebenen Nebenwirkungen des Hustensafts, des Produkts nicht einverstanden bin, dann kann ich den Beipackzettel des Hustensafts zwar nach Belieben verändern, umschreiben, umbessern, er wird aber nichts am Inhalt selbst des Produkts, am Vertrag selbst, am Hustensaft, am Produkt selbst keinen Strich, keinen Punkt verändern. Und dass diese Medizin, die wir hier mit CETA zu schlucken haben, eine äußerst bittere ist, möchte ich jetzt an ein paar Punkten ausführen. Einer davon ist der gemischte CETA-Ausschuss selbst. Dieses Gremium besteht aus Vertreterinnen der Europäischen Union und Kanadas, ist nachzulesen im Artikel 26.1 des Vertrages und ist nicht nur für die Umsetzung des Abkommens selbst verantwortlich, sondern kann auch Tatbestände des Vertrages, des Investitionskapitels, ändern, Ausschüsse ein- und absetzen, Annexe, Protokolle ändern, das Abkommen erweitern und. Das sind weitreichende Zuständigkeiten und Befugnisse also, die zudem keinerlei demokratischer Legitimation bedürfen durch das Europäische Parlament oder nationale Parlamente. Und wesentliche Vertragsinhalte können somit ohne jegliche parlamentarische Kontrolle jederzeit verändert werden. Eine Ratifikation des CETA-Abkommens selbst in dieser Form ist somit gleichzusetzen mit der freiwilligen Entscheidung und schrittweisen Aushöhlung unserer europäischen Demokratie. Konzerne und Lobbys gewinnen einfach Schritt für Schritt immer weiter an Macht, an Einfluss, während Bürger und ihre Vertreterinnen zunehmend von der Politikformulierung, von den Inhalten selbst ausgeschlossen werden. Ein weiterer Punkt ist der Investitionsschutz, der heute ebenfalls schon oft diskutiert worden ist. Trotz der Umbenennung des ISDS-Kapitels in ein ICS, also in ein Investment Court System, und eher kosmetischen Verbesserungen bleiben die wesentlichen Kritikpunkte für mich dezidiert erhalten. Erstens, ausländische Investoren können Staaten vor internationalen Schiedsgerichten klagen. Ein Recht, das inländischen Investoren vorenthalten bleibt und dieses damit schlechter stellt. Umweltschutz und Verbraucherrechte spielen hierbei keinerlei Rolle. Zweitens, Konzerne können Staaten verklagen, wenn diese befürchten, etwa durch Gesetze zum Schutz von Menschen und Umwelt Profiteinbußen zu erleiden. Ebenfalls ein Punkt, den ich nicht glaube, dass wir unterstützen können. Drittens, Regierungen werden aus Angst vor Klagen notwendige Gesetze nicht zu spät oder nur in abgeschwächter Form erlassen, Umwelt- und Verbraucherinnenrechte wiederum auf der Strecke. Und viertens, die internationalen Schiedsgerichte ermöglichen es zwar Konzernen, Staaten und damit auch Bürgerinnen, Europas zu klagen. Die Bürger wiederum, deren Rechte dann durch Unternehmen beschnitten werden, haben keinerlei Möglichkeit, über diesen Weg sich zu wehren. Der letzte Punkt ist die Daseinsvorsorge der Kommunen, der ebenfalls heute schon ein bisschen abgeschwächt präsentiert worden ist, von wegen, da hätte man nichts zu befürchten. Aber auch der Gestaltungsspielraum der Kommunen bei der Daseinsvorsorge wird trotz des unverbindlichen Zusatzpapiers massiv eingeschränkt. Abwasser- und Abfallwirtschaft, Verkehr, soziale Sicherheit, sozialer Wohnbau, Gesundheit und Energie, all das sind Bereiche, die dezidiert auf lokaler Ebene von Konzernklagen bedroht sind.
CETA, TTIP, TISA, allesamt Instrumente, mit denen wir beschließen würden, uns unsere Unmündigkeit vorzuschreiben. Doch die Bürgerinnen wollen diese Unmündigkeit nicht. Und wir haben es gesehen in dem Volksbegehren, das unterschrieben worden ist von 562.552 Menschen gegen CETA, gegen TTIP und für mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen selbst. So eindeutig ist dieses Ergebnis, dass jeder Volksvertreter und jede Volksvertreterin hierinnen eigentlich wissen sollte, wem gegenüber wir verpflichtet sind. Und das sind die Bürgerinnen und Bürger und nicht Konzerne in Kanada oder europäische Lobbyinstitutionen. Vielen Dank.